Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei Benny. Ihr habt ganz oft nachgefragt, was geht eigentlich mit dem E36? Was geht da? Gerade nachgeguckt, das letzte Video ist tatsächlich 2 Jahre her, ne? Unglaublich, wie die Zeit rennt. Ist mir auch nicht bewusst gewesen, aber die Zeit ist rumgegangen. Damals hing hier noch so ein Kompressor. Jetzt hängt hier kein Kompressor mehr. Und gefahren sind wir auch nie. Beziehungsweise ich bin einmal mitgefahren. Und da war Motor kaputt, ne? Richtig, hatten wir Ventilabriss. Eigentlich, ja, 2 Saisons eigentlich ganz gut durchgefahren, das Auto. War auch eigentlich ein ganz cooles Setup, aber war für mich einfach nichts mehr zu modifizieren. Das Ding ist halt einfach immer gleich gefahren, war dann einfach irgendwie zu langweilig. War schon kleinste Laderad drauf. War alles ausgequetscht. Aber grundsätzlich PS mit Kompressor waren am Ende dann? Ich bin immer so Dauer 450 eigentlich gefahren, 500 ging, aber da musst du schon wieder aufpassen, dass die Laderdrehzahl nicht überschreitest, wegen Maximaldrehzahl halt vom Motor. Ne? Und jetzt rückwirkend betrachtet, was sagst du so zum Kompressor? Würdest du nochmal machen oder nicht nochmal machen? Nee, ich würde es nicht nochmal machen. Kommt aufs Auto drauf an? Also grundsätzlich für einen Einstieg ja, klar kann man machen, aber für uns ist es genauso einfach gleich auf Toro zu bauen. Also ich würde den Kompressor-Schritt definitiv immer überspringen. Vor allen Dingen, weil ich jetzt weiß, wie gut es hiermit funktioniert. Man hat halt bei dem Turbo-Schritt an unserer Stelle halt leider immer das Problem, die meisten, die an der Rennstrecke unterwegs sind, die können ja nicht mal eben irgendwie so ein bisschen Leistung nachlegen. Und als Turbo-Fahrer fährt man niemals das, was das Ding eigentlich kann. Ja. Man fährt einfach immer, ne, und weiß aber ganz genau, dass man sich entweder einfach nur einen Knopf aufs Lenkrad machen könnte oder mal kurz Laptop auf und keine Ahnung, 50, 100 PS nachlegen könnte. Ja. Und das wird hier jetzt wahrscheinlich ähnlich sein, oder? Ja, ich könnte es, ja, definitiv. Was hast du jetzt alles gemacht hier? Also klar, Kompressor raus, Turbolader rein, das kann jeder erstmal sehen. Ist halt ein anderer, also der Block ist quasi gleich geblieben, ist ein 2,5er auf 2,8 Liter, also mit einer anderen Welle. Genau, dann als Turbolader ein G30-900, klingt erstmal riesig, fährt sich, finde ich, sehr, sehr gut und ist vom reinen Spool her, dem Kompressor in keinster Lage irgendwie unterlegen. G30-900 heißt, der kann theoretisch 900. Genau, obwohl das Rating da, finde ich, ein bisschen hoch ist, also die 900 PS-Angabe, so unsere Erfahrung. Aber ich würde sagen, so 750, 800 wird der schon können. Aber das ist halt, Benny fährt 450 PS Kompressor und steigt dann gleich mit doppelter Leistung technisch ein. Das ist dann der Punkt, wo das wirklich für denjenigen, der auf der Straße fahren würde oder geradeaus fährt, ist das, ja, übertrieben gesagt, Dosendruck wahrscheinlich, wo du jetzt so anfängst. Ne? Ja, krass. Muss ich sagen, ja. Der alte Motor, der kaputt gegangen war, da war ein Ventil abgerissen. Ein Ventil abgerissen, genau. Weiß man warum? Zu heiß? Konnte man nicht sehen. Nee, also wir hatten noch nie Abgastemperaturprobleme, gar nicht. Das Ding ist mit 750 keine 800 Grad gefahren. Ne? Und lief ja vor allen Dingen durch die ganze Zeit, von Event zu Event. Und auf einmal zack, Ventil abriss. Ne? Hat der, war auch wieder ein schlechtes Omen, weil ich saß tatsächlich im Auto drin. Und ich meine, es war erste oder zweite Runde gleich. Ne? Ja. Ich werde die Stelle auch nicht jedes Mal, wenn ich jetzt an die Stelle komme. Denkst du dran? Ich muss mit dem, aber da zum Glück nicht schalten. Du hast ja einen Gang runtergeschaltet. Ja. In Moment, ne? Ja. Und bam. Ja. Der alte Motor war aber auch komplett gemacht. Ja, sehr low budget technisch. Der im Prinzip auch. Hier ist ein Kolben, ein Ploy drin, ein bisschen Ventilfedern, ein Satz Nockenwellen halt. Ne? Ja, aber das ist ja und, schon. Genau, unter ein O-Ring-System, weil die BMW-Motoren gerne dazu neigen, im Bereich Kopfdichtung halt undicht zu werden. Ne? Das heißt eigentlich schon ein Motor, wie man jetzt irgendwie für 800 oder so aufbauen ja, will. Ja, das schon. Ja, ja. Ja, okay, man denkt immer Platz, aber hier ist halt einfach gar kein Platz. Ne? Nee, ich wollte aber den Lader ganz gerne hier oben haben. Ich kann damit besser einschlafen, wenn er hier oben sitzt. Kannst du noch gucken, ob er noch da ist. Ne? Genau. Aber den würde man da unten auch reingeferkelt kriegen? Ja, das machen dann doch einige auch da unten hin. Ich finde, dann ist aber die Öl-Rücklaufkonstruktion meistens relativ schlecht, weil du hast natürlich wenig Weg zur Ölwanne. Und ich gehe jetzt auch gar nicht den Weg zur Ölwanne, sondern gehe hier direkt vorne in den Kettendeckel. Ah. Ne? Okay. Und ich denke mal, vom reinen Ablaufen her ist es fürs Öl natürlich auf jeden Fall besser so gelöst. Ne? Klar, ist halt immer mit Downpipe dann da so durch, aber ja, ist halt so, ne? Ja, wird hier schön geschirmt, mit dem Blech selber gebaut und klar, alles thermoisoliert, ne? Geil. Genau. Ladeluftkühler und so, konntest du aber alles alt lassen? Ja, ist alles so geblieben. Das war ja auch echt, fand ich, ganz cool gebaut, hat auch super funktioniert. Und wir fahren ja zusätzlich Wassermethanol. Ja. Und wenn die Wassermethanol angeht, ist hier eh Kühlschrank, ne, angesagt. Also es ist wirklich immer wieder krass, wer keine Wassermethanol kennt, der Effekt haut mich selbst immer wieder um. Ne? Wir haben das gemerkt, als wir mit Oma Golf auf dem Prüfstand waren. So zwischendurch habe ich mir gedacht, komm, fest zum Ansaugbrücke an. Und Ansaugbrücke war wirklich von allem am kältesten im Moment. Ja. Also es war kälter als eigentlich das Gebläse, was von vorne jetzt halt kam. Ja. Ne? Weil diese Flüssigkeit in der Menge halt einfach so viel Temperatur rausnimmt. Ja. Okay, ja. Ganz Ladeluftfahrung ist natürlich alles neu, weil ich habe das ganze Kit dann im Prinzip verkauft. War ja auch ein cooles Kit, was gut funktioniert hat. Und ich habe dann halt dementsprechend einfach einmal neu gebaut, bis auf den Ladeluftkühler selber halt. Ne? Ja, ja, ja.
Genau, ja, Ansaugbrücke Serie gelassen. Krass, ne? Ist eine Kunststoffbrücke, die macht aber ihren Dienst und funktioniert. Deshalb ist sie auch jetzt Serie geblieben. Ja, man unterschätzt auch Kunststoff immer, ne? Ich glaube, es hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie die aufgebaut ist vom Kunststoff her, ne? Ob das jetzt ein Ballon ist, der aufplatzen kann. Diese hier, die Arbeitbrücke gedruckt, ne? Hält auch, ne? Hält auch bis heute, ne? Ja. Ladelufttemperatur, Vergleich, Kompressor, Turbo? In dem Bereich, wo ich jetzt fahre, also mit so um den 1 Bar Ladedruck, würde ich sagen gleichwertig. Also keine... Ist nicht so, dass der Kompressor kälter ist? Nee, auch nicht wirklich. Und es war dann halt schon so, ich meine, das können wir uns dann gleich auch gerne mal anschauen, wenn wir das Ding messen. Generell ist mehr oder früher Leistung schon möglich mit dem Turbolader. Mhm. Die sprechen ungefähr gleich an, geben so das gleiche, ziemlich das gleiche Ansprechverhalten. Und dann, wenn der aber halt dann da ist, ist es eigentlich mit Turbo sofort überlegen. Ne? Ja. Da sprechen wir so vom Kipppunkt. Ich glaube, zwischen Turbo und Kompressor waren schon bei 3,6. Ja. Ist der Turbo dann schon eigentlich, obwohl so ein großer Lader da drauf ist, eigentlich schon ein Vorteil. Krass. Und dann hast du aber den Vorteil beim Turbo, kannst du den Bereich dann regeln. Genau. Also bei dem Kompressormotor ist es ja eher so, klar, kannst du da ein bisschen mit der Klappe auch, aber das ist ja nicht geil halt. Ne? Und ich habe mir halt den Druckaufbau beim Kompressor schon ein bisschen anders vorgestellt. Man hatte da nicht so die Erfahrung. Es war wirklich bewusst, maximale Drehzahl heißt auch maximaler Ladedruck, aber es heißt wirklich immer komplett ausdrehen. Mhm. Ist jetzt nicht, dass dann irgendwie schon bei mal 5000 dann 0,8 Bar war. Nee, du musst immer bis 7 oder 7,2, 7,3 dahin, dass dann irgendwie ein Bar dann halt da war. Ne? Der Kompressormotor lief auf dem Bar. Ja, genau, 1 Bar Ladedruck, genau. Was macht der jetzt an Leistung mit 1 Bar? Ganz ehrlich, habe ich sogar noch gar nicht gemessen, weil ich bin bei 0,7 oder 0,8 dann vom Prüfstand runter und jetzt kommen wir eigentlich mal gucken. Das heißt, 0,7, 0,8 waren wie viel PS? 420 PS oder so. Das heißt, man kann sogar sagen, dass der Kompressormotor bei gleichem Ladedruck auch weniger Leistung hat. Ja. Was eigentlich krass ist, weil man gar keinen Gegendruck beim Kompressor hat. Ne? Eigentlich kann es einmal so durch, aber das wird halt der Punkt sein, dass der Kompressor halt auch eine Verlustleistung in Form von Mechanik hat. Ne? Ganz bestimmt, ja. Und da finde ich immer krass, dass das werden dann ja mindestens 30, 40 PS einfach. Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Über so einen Riemen halt, ne? Ja. Was da die ganze Zeit in diesem Riemen zieht, dauerhaft. Also deswegen glaube ich auch einfach bis heute, das kann nicht gut sein für Kurbelwelle, Lagerung. Nee, bestimmt nicht. Also boah, für so einen Rennmotor muss man, weiß ich nicht, irgendwie, ob man den Kompressor dann vielleicht irgendwie über einen Nebenantrieb antreiben muss oder so, aber dass da wirklich ein Riemen auf der Kurbelwelle hängt. Ja, und ich hatte ja sogar einmal einen Kompressorschaden, ne? Wo das Verdichterrad einfach explodiert war. Explodiert, ne? So, auch nie überdreht so. Ja, manche sagten dann, ja, kommt vielleicht vom Drehzahlbegrenzer. Klar, kann ich mir schon vorstellen, wenn der Motor einen Drehzahlbegrenzer ballert. Kann denn bei dem Kompressor der Riemen durchrutschen? Oder? Theoretisch ja, ist ja kein Zahnriemen in dem Sinne. Weil es gibt ja so zwei Stellen am Bilzerwerk, wo man beim Runterschalten dann halt doch mal ein paar Umdrehungen mehr hat. Mhm. Ja, ja. Also selbst ich habe bei mir im Datalog schon mal 9,3, 9,4, 9,7 gesehen beim Arbeit. Ne? Okay. Aber das ist ja wirklich nur die ganz Sekunde so. Ne? Aber trotzdem, vielleicht ist das für das Kompressorrad schon zu viel. Mag sein. Okay, das heißt, bis 420 PS hast du den vorher auf dem Prüfstand gehabt, hast jetzt aber schon ein bisschen weiter gemacht, aber hast ihn so, wie er jetzt ist, noch gar nicht gemessen. Nee. Aber so willst du morgen Bilzerwerk auch direkt damit losfahren? Ja, Boost bei Gear halt dann morgen einfach mal ein bisschen rausfahren, weil man hat schon gemerkt, dass da halt echt richtig Wumms hinter ist. Ja. Ne? Klar, wir kennen auch andere Autos, aber für den Einsatzzweck muss man es ja sehen, ne? Wenn wir damit sauber aus der Kurve rausbeschleunigen wollen und es geht einfach nur ein Rauch auf, bringt es ja nichts. Meine Erfahrung ist da jetzt einfach mit dem Arbeit, ich würde es so soft wie möglich in der Mitte machen. Ja. Dass du wirklich mit einem guten Gewissen erstmal bremsen, einlenken, schnell um eine Kurve fahren, einfach Vollgas draufstehen, weil du hast halt mit dem Kompressor, mit dem Turbomotor immer diesen Versatz zwischen Gas geben und erkommen. Na klar, er kommt, der ist auf jeden Fall da, Und wenn man dann im Hinterkopf die ganze Zeit schon mit dem Fuß eigentlich runternimmt, weil es zu viel ist, weil selbst wenn du in der Mitte ein bisschen weniger hast, kann man mit dem Grinsen einfach das gleiche oben wieder drauflegen. Absolut. Wo du auf jeden Fall wieder geradeaus fährst. Ja, na klar. Und dann fängt das an halt so richtig zu bocken halt. Ne? Ja, ja. Was andere, die jetzt sowas auf der Straße fahren würden, die würden wahrscheinlich mit so einem Setup, keine Ahnung, 700 Newtonmeter oder so fahren, wahrscheinlich, ne? Locker, ne? Auf jeden Fall. Ja, okay. Ist ja relativ easy zu stellen, das Drehmoment kommt halt relativ schnell bei dem Motor, ne? Das wäre hier halt dann doch deutlich zu viel halt, ne? 235, 610. Ja. Hier. Ist immer noch genau der gleiche Durchmesser, wie ich beim Arbeitsaufbau. Ja, fährst du auch, genau. Hast du die rundum, ja? Die habe ich ringsherum, ja. Da gibt es auch in der nächsten, es gibt auch 240er. Wenn du noch mal ein bisschen breiter fahren willst. Weil vorne würde ja sogar 2,40 runtergehen, ne? Würde gehen, ja. Hinten wird schon knapp, aber könnte schon. Ja, aber könnte vielleicht auch noch gehen. Es gibt von Selim von H&R noch ein neues Fahrwerk für das Auto. Ja. Das ist noch nicht drin, da steigen wir im nächsten Video dann ein. Dann können wir auch mal ein bisschen Radlast gucken, einstellen und so weiter, ne? Und natürlich, jetzt sind noch so ein paar Sachen noch nicht Uni-Ball. Da ist noch einmal volles Ballett jetzt gekommen. Ah, willst du echt einmal alles? Ja, genau. Also einmal radikal halt, ne? Gib ihm. Genau. Gibt halt keinen anderen Einsatzzweck mehr für das Auto, von daher.
Aber sonst habe ich ehrlich gesagt mittlerweile auch meinen Gefallen am BMW so ein bisschen gefunden. Also ich mag die Linie einfach vom Auto. Mir gefällt das Ding. Mega. Ja. Nee, auch irgendwie so dieses, meine, klar, Salem hat das auch ein bisschen vorgemacht, dieses tiefstehende hinten, ja, und so diese STW-Zeiten, ja, mit den Viertürern. Ne? Sieht doch geil aus, ne? Max MX haut ja den ganzen Tag lang diese alten STW-Videos in die, ja, Storys, ja, immer rein. Ne? Ja. Und ist schon irgendwie, geil. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir letztes Mal gewogen? 1300, ne? 1260 kann das sein? 1260, also in dem müssten das gewesen sein, ja. Sonst aber alles beim Alten geblieben. Sonst, ja, Scheiben liegen jetzt noch parat. Ah ja, stimmt, du wolltest auch noch hier, ne? Genau, habe ich jetzt auch noch liegen. Das heißt, kommen jetzt auch noch rein. Gewölbte, Makrolonscheiben. Das sind jetzt so die nächsten Updates, die jetzt auf jeden Fall nochmal kommen, ne? Was heißt gewölbte? Also wie Serie, meinst du? Genau, wie Serie, ja, genau. Damit die halt auch vernünftig dicht sind, ne? Ja, ansonsten ist von außen her, glaube ich, gar nicht so viel mehr passiert. Da war halt wirklich dann Technik. Sie ist irgendwie jetzt auch mit Turbo, sieht man das Auto, man weiß halt, das ist so eine absolute Spaßmaschine. Ne? Ja. Vor allem, wenn es halt mal nicht auf die Strecke geht, sondern du einfach mal nur Spaß haben willst, ballern willst, machst du halt einfach in der Mitte, keine Ahnung, wahrscheinlich 0,5, 0,8 mehr. Und dann ist hier schon die Hölle los. Und schon, ne, ist nur Querfahren angesagt. Auf jeden Fall. Also ich bin mal auf morgen gespannt. Ich denke mal, so das Feinsetup macht man dann wirklich auf der Strecke. Also klar, den groben Verlauf, den weiß ich ja schon, ja, wie man ihn angeht, dass das Auto schnell auf der Strecke wird. Aber dann aus welcher Kurve vielleicht da wie viel Boost gut, ja, wäre oder aus welchem Gang, das sieht man nachher morgen. Ne? Was fährt der vierte Gang? Ist der eher kurz oder lang übersetzt? Fünfgang ist das? Nee, über 200 auf jeden Fall. Je nach Drehzahl dann halt. Das, ne, heißt, ist eigentlich auch nur dritte, vierte Gang, ne? Die ganze, ja, Strecke. Ja, würde ich schon sagen, ja. Außer vielleicht Gegengerade dann, oder? Ja, und doch Startziel auch. Ne, also die schnellste Strecke ist Gegengerade. Ja. Ja, da wird der fünfte dann schon drin sein. Je nachdem, wie halt, ne? Ja. Also, ich, ja, denke, ja, mal, du müsstest mit dem Auto so 215 schaffen. Ja, mag sein, ja. Das ist dann schon fünfte? Das müsste, glaube ich, dann gerade so der Übergang sein. Ja, ja, das ist bei allen Autos leider, ja, da genau das, ja, Problem. Ja. Du bist dann nämlich genau in dem Schaltvorgang, wo auch diese Senke kommt. Dann brauchst du dann nicht mehr schalten. Ne, überlegst du dir jetzt nicht oder doch schalten. Ja, ja. Oder weiter. Ich habe bei Arbeit halt einfach Drehzahl oben. Das ist die andere Variante. Ja, ja, dann lass uns einfach mal eine Messung machen, dass die mir einfach mal klingen werden. Ja, dann lass ich das Ding kurz warm laufen und dann messen wir mal. Perfekt. Gut. Aber so ansteigen? Ansteigen, oder? Genau. Geil ist immer wieder, was doch aus so einem Auto hinten rauskommt, ne? Also selbst bei 500 PS schon. Bei 4006. Mhm. Und dann siehst du hier Last 09, vielleicht schon bei 5,5. Mhm. Und so ab 6000 ungefähr ein Plateau. 1,25. Wie weit drehst du? Wo ist Beretta? Jetzt haben wir gedreht gerade 7,4. Okay, das wird halt richtig fahren wie so ein Sauger, der halt so richtig so eskaliert. Ne? So müsste die Kurve jetzt eigentlich auch aussehen. Das heißt, das ist dann in der Mitte schon so auch bis 6000 fast so das Zahmste, was so geht wahrscheinlich, ne? Von der, ja, Taktung ein bisschen zahmer wird das sogar immer noch gehen. Ja, 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 520 PS. Geile Kurve, ne? Aber guck mal, passt 1:1 zu deinem Nachdruckverlauf. Eigentlich schon, ja. So ansteigend, ansteigend, ansteigend. Und dann oben raus hält er die. Ja, müsste halt mal gucken, ob man dann vielleicht hier jetzt noch rauskriegt. Na, das Drehmoment kommt von alleine mit. Ach, krass, ne? Sind schon 600 Newtonmeter. Krass. Na, guck mal, bei 4,5, guck mal, bei 4,5 haben wir ja nur, 4,5 sind nur 0,7 Bar, das sind schon 460 Newton. Ja, ja. Also das Drehmoment so richtig flach halten ist schon fast richtig schwer, ne? Also ich hätte aus dem Bauhaus hätte ich sogar fast Folgendes gemacht. Ich hätte bei 7000 hätte ich jetzt 1,5 reingeschrieben und hätte, dafür unten hätte bei 6009 gemacht. Ja, das kann man machen, ja. So, das ist halt oben raus noch das mehr. Ist noch, aber dann ist doch krass, wie der mit steigender Drehzahl auch Ladedruck braucht. Ja, auf jeden Fall. Ja, und oben rum ist ja fast ein Plateau, ne? Guck, ja, mal, weil ab 6
sind es halt schon über 500 PS. Ne? Weil ich glaube, also dieser Bereich hier, wenn du so bei 6000 dann reingehst, was ja auch eine Drehzahl ist, die du auf Rennstrecke öfter machst. Ja. Ich meine, 600 Newtonmeter auf der Hinterachse ist dann halt schon ein bisschen viel, ne? Schon ein bisschen gut. Ja, kann man ja in dem Bereich halt nochmal ein bisschen jetzt rausnehmen. Ne? Können wir die Kompressorkurve? Ja, mal drüber legen. Können wir. So, Kompressorläufe, das sind diese hier. Können wir mal irgendwas von nehmen. Ja, als Beispiel. Mhm. So, jetzt ein 465 PS Kompressorlauf. Krass. Also blau Kompressor und guck mal, selbst sogar schon früher, ne? Hier, da ist noch der früher. Da bei 3, da ja. In dem Dreh, ist der Schnitt, wo dann Rot stärker steigt. Also ab da ist der Turbo auf jeden Fall. Genau. Und jetzt vielleicht auch dazu nochmal gesagt, der Kompressormotor war 10.0 verdichtet. Mhm. Der ist jetzt 9.0. Mhm. Das heißt theoretisch damit ja eigentlich schon mal ein bisschen schwächer gemacht, ne? Aber wie man sieht. Oh, krass, die Kurve, ne? Ja. Aber für eine Turbokurve ist es doch extrem linear, oder? Also ist doch. Wie hier? Ja. Ja, aber das ist ja schon so gewollt. Damit ja, das meine ich ja. Ja, damit aber ja. Also, wenn du das Ding früher auf der Straße jetzt voll aufgezogen hättest, wäre die Kurve schon eher. Mhm. Ja, genau. So, ne? Weil du würdest ja locker die 600 Newtonmeter wahrscheinlich hier so hinkriegen. Ja, locker. Und würdest dann so einen Bauch hinkriegen. Genau, da wäre halt hier irgendwo hier hoch und hinten raus abfällt, ne? Nee, aber schon beachtlich, dass. Also, wenn man ehrlich ist, kein Mensch fährt bei 3000 drin. Richtig, absolut. Zumindest nicht mit dem Anwendungszweck. Ja, ja. Ich sage, selbst bei 4000 ist das wirklich eine Kurve auf der Rennstrecke, wo du vielleicht zufälligerweise drin bist. Ne? Ja. Eigentlich fährst du ja schon irgendwo immer zwischen 4,5, 5 und 7. In dem Bereich. Ne? Und genau. Da bist du dem halt haushoch überlegen. Und absolut. Das halt hier Kotzgrenze und mit Turbo. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Ne? Guck mal, also ich meine, klar, das ist jetzt nur mal Last auf dem Prüfstand und nur mal ein Gang. Aber wir sprechen hier von 700 Grad Abgastemperatur, ne? Im Sammler gemessen, ne? Ja, ja, ja. Klar, da ist jetzt auch ein bisschen und gut Zündung schon drin, ne? Ja, ja. Aber weit weg von irgendwelchen krassen Sachen und halt echt 1,2 Bar Ladedruck, ne? Witzig ist, wie man doch so eine leichte Parallele aber tatsächlich schon sieht, ne? Ja, schon, kann man so sagen, so, ne? Ja. Oder ja. Würde der safe machen, ne? Also du könntest ja, jetzt einfach 1,7, 1,8 raus machen. Auf jeden Fall. Und schon hättest du da oben raus die Leistung schon. Ja, ich glaube, wenn hier aber 1,7 reinbläst, sind das ja sofort. Ja. Weiß man, gibt es da so Referenzwerte, was so Getriebe, Motor und alles so an Newtonmeter kann? Dauerhaft? Also das Getriebe ist dieses große 5-Gang M3-Getriebe. Mhm. Und das soll wohl echt ganz gut halten, so im Bereich 700, 750, okay. 800 PS. Also das soll das wohl angeblich können. Weil beim Abarth war so die magische Grenze wohl 400, 425 Newtonmeter. Mhm. Und klar, wenn die so viel können, dann kannst du natürlich die 600 hier auch stehen lassen und es machst du noch so ein ganz bisschen. Genau. Ja, ja, ich weiß nicht. Wenn ich es jetzt so sehe, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es doch schon so viel Drehmoment ist. Dann nehme ich da vielleicht wirklich noch einen Ticken raus und wie du schon sagst, lieber halt oben raus. Ne? Obwohl ich glaube, 520 PS. Aber wenn das kann, wenn ja. Du findest. Ja. Man muss das immer positiv sehen: mehr Leistung, das heißt, du bist schneller, das heißt, du beschleunigst kürzer. Ja, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, aber also ich denke, das ist auf jeden Fall vollkommen der richtige Weg, wenn du dann, keine Ahnung, hier vielleicht bei 550 stehst und da bei 500 bist. Ja. Dann ist das schon eine geile Nummer, ne? Denke ich auch. Dann passt das schon so. Ja, das Ganze jetzt halt gangabhängig, dass so zweite, dritte erstmal nochmal ein bisschen weniger macht. Und ich denke, ab vierte Gang kriegt man das eigentlich, wenn die Reifen warm sind, auch gut auf der Strecke, ne? Ja. Sollte schon realistisch sein. Ich könnte mir vorstellen, also wenn dieser Knubbel an Drehmoment noch weg wäre, mhm. Dann glaube ich sogar, könntest du sogar wahrscheinlich diese 520 PS bald im dritten Gang schon fahren, ne? Ja, doch, so. Ging davor eigentlich ja auch. Der dritte Gang war eigentlich dann Traktion voll da. Ne? Wenn ja. Die Pellen warm sind, hinten also glaube ich auch. Die Kurve, dritte Gang war Ding, ne? Ja, überhaupt gar kein Problem. Ja. Ja, sehr cool. Also 520 PS ist auf jeden Fall schon mal ein saftiger Einstieg, ja. Wo man anfangen kann. Ja. Weiß ich, es wird genauso ändern, wie ich enden wie erstes Mal Abarth Prüfstand 300 PS, boah geil so ungefähr. Ne? Ja, wahrscheinlich. Weil, schon. Das ist ja definitiv so ein Setup, da drückst du halt zweimal auf Plus schon, hast du auf der Geraden 600 PS. Ne? Ja klar, 650. Ganz einfach, das sind jetzt ja, wirklich, okay. Ich glaube, wenn wir jetzt hier 10 Minuten kurz Zeit nehmen, dann steht da sofort eine 600 Plus. Ne? Ja, aber jetzt ganz schnell gemacht, aber erstmal fahren. Ja, erstmal wirklich fahren. Erstmal fahren und dafür würde ich auch die 600 da in der Mitte. Den nehme ich raus. Lieber 55, reicht ja, ja. Vollkommen. So, ja, ja. Auf jeden Fall. Deswegen. Vielleicht, es kann passieren, dass ans Ende von diesem Video noch ein paar Fahraufnahmen vom Bilzer Berg kommen. Weiß ich ja nicht. Vielleicht kriegen wir noch ein kleines Interview von Benni hin, von den ersten Runden. Wenn nicht, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video mit Fahrwerk. Mhm. Und dann würde ich auf jeden Fall gerne auch nochmal eine Runde mitfahren. Ja, aber oder selber. Ja, das schaffen wir morgen auf jeden Fall nicht. Ja. Aber wir haben ja ein paar Mal fahren dieses Jahr, ja. Ne? Würde ich sagen. Ja, geiles Auto, gefällt mir. Dankeschön. Richtig schön. Steht richtig.
zornig, saftig, geil, da. Ja. Komplett eskaliert wieder, ne? In kürzester Zeit. Kann man so sagen. Weil man darf nicht anders. Das ist ja auch so ein bisschen beim Arbeit so. Es gibt, glaube ich, auch nicht so viele BMWs, die mit der Leistung auf der Strecke fahren, ne? Nee, es sind, wenn dann, starke Sauger. Ich denke mal so im 350 PS-Bereich, vielleicht noch 400 gesaugte PS und dann ist, denke ich, auch schon Ende. Ne? So, und natürlich aus engen Kurven raus und so weiter, das ganze Infield-Bilzer Berg wird mit Sicherheit mit 350 Sauger PS schneller sein am Ende. Ja, ne? Ja. Ja, aber wir sind halt einfach die, die halt auf der Geraden auch gerne mal. Genau so ist es. Endlich ist immer durchziehen. Das Technische dahinter macht dir einfach Bock. Ne? Von Runde zu Runde halt zu modifizieren. Ne? Ja. Ich meine, es ist schon schön, einfach auch ein gleichbleibendes Auto, was konstant fährt, zu haben. Aber irgendwie gerade das macht halt Bock. Ne? Ich bin mir 100% sicher, du wirst die ersten Runden fahren, wirst mit einem Grinsen aussteigen, weil du weißt, das waren jetzt nur 500 PS und trotzdem war ich schon auf der Geraden genauso schnell wie, keine Ahnung, ich sag jetzt mal vorsichtig, so, das geht ja schon definitiv im GT3-Niveau auf der Geraden, ohne Probleme. Ja. Weil gleiche Leistung, weniger Gewicht plus Turbo-Drehmoment. Ja. Und kannst aber jederzeit, weiß einfach, ich könnte jetzt auch aufklappen und halt nochmal 50 Meter rausfahren. Genau, auf GT2-Niveau. Auf GT2-Niveau, glaube ich. Oder McLaren 27S. Zum Beispiel. Oder so, ne? Ja. Yes. Nee, alles klar. Wir sehen uns morgen. Alles klar. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.